Tanzi vs. Orange Mounge geht in die nächste Runde. Letzte Wochenshow habe ich ja schon darüber berichtet, dass die beiden sich mal wieder ordentlich beefen und es auch schon letztes Mal ziemlich persönlich wurde. Für alle, die nicht wissen, was vorgefallen ist, hier die absolute Kurzform. Orange, Batzi und streamen mittlerweile teilweise auf der Plattform Kick, um dort halt eben ihre Casino-Streams zu machen. Tanzi wirft der Plattform jedoch vor, dass sie halt eben aktiv Viewer botten, weil er sich nicht vorstellen kann, dass die drei halt dort drüben auf einer kleinen Stream-Plattform einfach dieselben Zuschauerzahlen haben wie auf Twitch. Daraufhin hat Orange Mounge der Freundin von Tanzi vorgeworfen, dass sie nur wegen Fame mit ihm zusammen sei und wirft ihr und Tanzi vor, dass die beiden Kokain ziehen würden. Tanzi sagt natürlich, dass es mit dem absoluter Quatsch ist und regt sich dazu noch sehr doll darüber auf, dass Orange Mounge immer wieder seine Freundin mit in den Beef reinzieht. Warum zieht dann Lola mit rein? Er meint euch beide. Was ist das für ein ekelhaftes Stück Scheiße, dass er ständig meine Freundin mit reinzieht? Das alles kam letzte Woche schon vor. Und jetzt ist eine riesige Sache passiert, haben wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen. Und zwar hat Orange Mounge einfach die Adresse von Tanzverbot aus Versehen geleakt. Und zwar möchte ich nach Berlin ziehen und es gibt hier eine sehr, sehr schöne Wohnung. Straße in 16. Und ich überlege mir halt wirklich, da einfach hinzuziehen und wollte euch fragen, wie findet ihr die Lage? Tanzverbot wohnt da? Hä? Was redet ihr da? Nein, Quatsch. Tanzverbot wohnt irgendwo in Berlin, aber ich habe mir das hier rausgesucht, weil die Lage voll schön sein soll. Also hier mit diesen schönen Bäumen und so. Kann mir das jemand empfehlen? Kennt jemand die Gegend? Junge, bist du ein Opfer, liegst ein Heavy League. Was redest du denn da? Was redest du denn da? Da wohnt einer meiner besten Kunden für Kurs. Oh Gott, also ey, sorry, wenn, also, dann erzähle ich euch halt nicht, wo ich hinziehen werde. Ja, cool. Was aber neben dem Fakt, dass es natürlich auch schon mies peinlich ist, einfach die Adresse von dem Streaming-Kollegen zu leaken, ist einfach dieses permanente, oh, was? Tanzverbot wohnt da? Das wusste ich gar nicht. Ja, dieses Gehabe von Orange Mounge die ganze Zeit. Tanzverbot wohnt da? Hä? Und auch in einem Casino-Stream nach macht er immer wieder diesen, oh, was? Krass, ich glaube nicht, dass er da wohnt, aber wie heftig, wenn er da wohnt, dann hätte ich jetzt einfach die Adresse von ihm. War das doch seine Wohnung, Bruder? Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Wenn das wirklich so sein sollte, dann krass. Da hat er öffentlich seine Adresse gelegt und gesagt, dass es die ist. Ich wusste wirklich nicht. Ja, wenn Tanzverbot dich wegen der Adresse anzeigt, glaubst du, dass wir Probleme machen? Nö, ich denke nicht, nee. Ich habe ja nicht. Also wenn ich gewusst hätte, dass das wirklich seine Adresse ist, hätte ich ja nicht die gezeigt. Aber krass. Also wenn das wirklich stimmt, was ich halt nicht glaube, ich glaube, dass er einfach lügt, um mir zu schaden oder so. Aber wenn er wirklich öffentlich zugibt, dass das wirklich seine Wohnung ist, dann weiß ich jetzt einfach, wo der wohnt. Ja, also er sagt die ganze Zeit, ja, ich wusste nicht, dass Tanzverbot da wohnt. Ich habe Upsala, dass ich es geleakt habe. Ja, komischerweise sagt er in einem anderen Clip, der ein paar Tage vorher entstanden ist, einfach das hier. Wenn ich dieses Video sehe, ne? Dann überlege ich wieder, Chat, ob ich unter dir ziehen soll. Also für die es nicht wissen, ich habe Real Talk, ich weiß, wo er wohnt. Irgend so ein Hater von ihm mal irgendwie geschickt. Und ich habe mir auch Wohnung, also ich habe mir wirklich überlegt, eine Wohnung sogar zu kaufen. Oder ja, kaufen ein bisschen übertrieben. Aber ich dachte mir dann so, dass ich einfach unter ihn ziehe. Ich habe echt überlegt, dass ich überlege jetzt schon wieder das zu machen, aber es ist ein bisschen auch Aufwand und so. Aber ich wäre schon irgendwie geil, einfach unter ihm zu wohnen. Alter, es ist einfach nur noch so riesen Kindergarten, ne? Vor allem, was ich auch übertriebenst dreist finde, ist, für wie dumm er seine Zuschauer hält. Also er sagt, weiß ich nicht, vor einer Woche, yo, ich will halt unter Tanzverbot ziehen, ich weiß die Adresse, ein Hater hat mir die gesendet, dies, das. Und ein paar Tage später behauptet er so, ja, nee, keine Ahnung, wo Tanzverbot wohnt, dies, das. Als ob er wirklich so dumme Zuschauer hätte, dass sie das nicht mehr wüssten. Also, auch als Zuschauer von Orange Mounge würde ich mir so vorkommen, so, wie wenig er von einem hält, so. Tanzi geht übrigens mit der Situation noch recht entspannt um, finde ich. Auch wenn er natürlich jetzt gesagt hat, dass er natürlich Orange Mounge für dieses ekelhafte Verhalten jetzt einfach auch anzeigen möchte. Das ist eine Grenze, die für mich überschritten wurde und ich bin kein Freund. Und ich bin kein Freund von rechtlichen Schritten einleiten. Beleidigungen sind mir scheißegal. Beleidige mich so viel du willst. Es ist mir scheißegal. Verleumdung ist nochmal was anderes, wenn man mir irgendwas vorwirft, was so wirklich gravierenden Schaden hinterlässt, ohne dass ich es gemacht habe. Da würde ich auch gegen vorgehen.
aber so in mein Privatleben einzugreifen und meine Adresse zu leaken, ich werde dich komplett auseinandernehmen. Ich habe heute so eine Nachricht an meinen Anwalt geschrieben und der gibt mir den fucking besten Anwalt für diesen. Da, krasse Leute nehmen sich diesen Anwalt, um irgendwelche Medien zu leaken. Ich nehme dich auseinander, weil das lasse ich mir nicht gefallen. Ich lasse mir doch von dir nicht gefallen, dass du in mein Privatleben eintrittst, weil du nicht darauf klarkommst, dass jeder dich hasst aufgrund deines eigenen Verschuldens. Weil du ein arroganter Typ bist, der völlig die Relation zum Leben verloren hat, weil er ein paar hunderttausend im Monat mit Casino verdient. Und ich finde, das ist auch die vollkommen richtige Entscheidung. Also ich bin auch kein Fan, alles sofort gerichtlich regeln zu lassen, dies, das, jede Beleidigung, whatever. Aber da wurde einfach eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden durfte. Und dafür muss es einfach Konsequenzen geben. Also da muss halt was rechtlich passieren, das geht halt nicht. Und dazu kam es noch, wie es kommen musste, es standen schon Leute vor Tanzverbotshaus. Standen schon Leute vor meinem Auto, ja, aber Gott sei Dank habe ich noch drin gesessen. Also nicht, dass sie was gemacht hätten, die haben jetzt nicht den Eindruck gemacht, aber es haben Leute auf jeden Fall wahrgenommen, dass ich hier bin. Und deswegen fahren die hier rum. Und auch schon andere Leute haben angekündigt, dass sie mal Tanzi besuchen gehen werden. Ich werde vor deiner Tür kommen und auf dich warten. Warte ab, Junge. Und dieses Wissen, dass wirklich jetzt tausende Leute deine Adresse haben, dass du jederzeit geswattet werden könntest, dass, weiß ich nicht, jederzeit vor jemand vor deiner Tür steht, dies, das, geht natürlich mies auf die Psyche auch. Was man einfach sagen muss, ist natürlich, wird man paranoid. Also nicht paranoid, aber man ist schon sehr aufmerksam, was wahrscheinlich für einen Menschen, der nicht im Internet ist, das ist nicht wert. Und natürlich bin ich jetzt auch angespannter, als ich davor war. So, natürlich ist da jetzt ein Druck, der davor nicht da war. Ich hoffe einfach nur, dass meiner Freundin nichts passiert. Also jetzt ehrlich, das ist jetzt nicht so dieses Rumgeheule. Ich stehe ein. So, lieber liege ich ohnmächtig am Boden, als dass ich einfach zulasse, dass irgendwer in meiner Umgebung oder in meinem familiären Umkreis verletzt wird. So, und ich hoffe auch, dass mir nichts passiert. So, weil das ist einfach, das ist halt diese Eskalation, die man sich natürlich aus dem Internet heraus nicht wünscht. Und das ist jetzt der Gedanke, mit dem ich jetzt tagtäglich leben muss. Schmutz? Ist jetzt einfach eine super Situation für Tanzverbot, die einfach durch einen miesen L-Take von Loser Morange ausgelöst wurde. Tanzi überlegt jetzt bei Sabay auch schon umzuziehen, aber er will noch ein bisschen abwarten, wie die ganze Situation sich jetzt die nächsten Wochen entwickeln wird. Nachdem er meine Adresse geleakt hat, kommt irgendwie am nächsten Tag wieder ein Clip auf mich zu, wo er mir droht, ich habe da von jemand anonym, habe ich ein paar Sachen bekommen, ich habe ein Video bekommen und Screenshots und ich warte nur noch auf eine Information, dann leak ich das Ganze auch. Anstatt dann irgendwann mal zu realisieren, was er getan hat, macht er einfach weiter. Er macht einfach weiter. Es juckt ihn nicht. Ich bin sehr gespannt, ob es die Sache sein wird, was ich mir denke. Der liebe Solmecke hat übrigens auch schon eine rechtliche Einschätzung gegeben, was jetzt im Orange Mount alles drohen könnte. Muss man sagen, dass die Behauptung erstmal von Orange Morange in den Raum gestellt worden, das Tanzverbot Kokain nimmt. Und da heißt es, wer in Beziehung auf einen anderen, also Orange Morange auf Tanzverbot, eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der Öffentlichkeit, öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Hier sieht es so aus, er hat erstmal was in den Raum gestellt und jetzt müsste er beweisen, dass die Tatsache wahr ist. Da sage ich mal, das wird aber schwierig werden. Wie soll er beweisen, dass Tanzverbot oder seine Freundin Kokain nehmen? Aber wenn man einfach mal sowas in den Raum stellt, ja, dann ja, muss ich es auch beweisen. Solmecke sagt übrigens auch noch, dass es auch noch unter Verleumdung fallen könnte. Dort würden halt Orange Mount auch nochmal 2 Jahre Haft oder halt eine saftige Geldstrafe drohen. Und dann gibt es ja noch die Sache mit dem Doxing. Weil dort verstößt Orange Mount gegen die DSGVO und natürlich gibt es auch eine Strafe. Da diese Norm verletzt ist und die Verarbeitung unrechtmäßig war, hätte hier Tanzverbot nach Artikel 82 DSGVO einen Anspruch auf Schadenersatz. Und wie viel Schadensersatz könnte Tanzi da bekommen? Jetzt keine 100.000, aber auch nicht nichts. Da es sich um 2 größere YouTuber und Streamer handelt, dürfte der Betrag, der hier ausgeurteilt werden würde, im 4- oder 5-stelligen Betrag, also irgendwo bei, ja, ich würde mal sagen, rund um die 10.000 Euro liegen, die Tanzverbot von Orange Morange bekommen würde, also eine ganze Stange Geld oder eben Peanuts, wie Casino-Streamer sagen würden. Okay, das mit den Peanuts war funny. Ja, wie schon letzte Woche in der Wochenshow berichtet, glaube ich, dass es nicht das Ende von dem Beef von den beiden sein wird. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Dementsprechend solltet ihr es nicht verpassen wollen. Abonniert gerne rein hier. Ich halte euch da natürlich immer auf dem Laufenden. Alleine sollte es irgendwann zum Urteil kommen, werde ich natürlich hier darüber berichten.